Nicht nur im Alter wird es immer wichtiger, eine umsorgende und helfende Hand für die Häuslichkeit zu haben, sondern also auch bei plötzlichen Schicksalsschlägen oder plötzlicher Pflegebedürftigkeit für die Angehörigen, für den Pflegebedürftigen zu Hause, dass man ein Netzwerk aufbaut mit einem ambulanten Pflegedienst zusammen, um zu Hause bleiben zu können. Hier kommen wir vom ambulanten Pflegedienst zum Einsatz. Mit dem Zentrum für Pflegeberufe hier in Scheinfeld gewährleisten wir eine gute und kompetente Ausbildung für die Pflegeberufe. Wir vom ambulanten mobilen Pflegedienst versorgen unsere Patienten früh, Mittag, Abend zu Hause ganz individuell und helfen den Menschen bei der Pflege zu Hause, um zu Hause in ihrer Häuslichkeit bleiben zu können. Bei der Umsetzung unserer Pflege-, aber auch Betreuungskonzepte steht der Mensch mit all seinen Begabungen, mit seinen Emotionen, aber auch vor allem mit seinen Bedürfnissen voll und ganz im Mittelpunkt. Wir sind oft enge Bezugspersonen der zu Pflegenden und tragen viel Verantwortung für deren Gesundheit und Leben. Ganz wichtig ist das Mittragen unseres mobilen Endgeräts. Damit halten wir unsere Touren fest. Wir schaffen mit dem digitalen Wandel Anreize für unseren Nachwuchs, aber handeln eben auch ökonomisch, weil wir uns das Papier sparen. Auch ambulant betreute Wohngemeinschaften oder die Tagespflege sind aktuelle Betreuungs- und Pflegekonzepte, die einerseits Angehörige bei der Bewältigung der Pflege unterstützen und andererseits aber auch Lösungen für die individuellen Wünsche der zu Pflegenden darstellen. Auch hier unterstützen unsere Pflegefachkräfte den zu Betreuenden, um eine möglichst lange selbstständige Lebensweise zu Hause zu ermöglichen. Hier in unserer ambulant betreuten Wohngemeinschaft sind die Alltagskompetenzen, die Betreuung und die Pflege ein herausragender Faktor für die Menschen, die hier leben. Das soziale Miteinander und der gesellschaftliche Austausch stärken die physische und psychische Gesundheit der Menschen. Bei uns in der Tagespflege kommen täglich Menschen zusammen. Man hört es auch hier hinten und sieht es auch ein bisschen, die hier einen Tag gemeinsam in Gesellschaft mit anderen Menschen verbringen, um mit Bewegung, Tanz, Musik hier Gesundheitsförderung, die wir ihnen angedeihen lassen, wie man das auch sagt, um auch länger in der Häuslichkeit zu verbleiben und die pflegenden Angehörigen zu unterstützen. Unsere Gäste benötigen Unterstützung, sind aber meist noch aktiv und an sozialen Aktivitäten interessiert. In der Tagespflege steht das soziale Miteinander im Vordergrund und dadurch werden auch die pflegenden Angehörigen zu Hause unterstützt. Hinzu kommt, dass häufig eine vollstationäre Pflege hinausgezögert oder sogar verhindert werden kann. Wir haben viel Spaß bei der Arbeit. Besonders wichtig ist uns gutes Essen. Bei uns schmeckt es einfach und in Gesellschaft gleich doppelt so gut. Die Dankbarkeit und Freude unserer Gäste ist einfach schön zu sehen. Nicht nur, dass man finanziell belohnt wird, sondern auch mit einem Lächeln. Pflegefachkraft? Cooler als man denkt.